So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play GTA. Ja, in der letzten Folge sind wir auch wieder etwas von den Missionen abgekommen. Heute werden wir wahrscheinlich uns wieder nicht ganz so drum kümmern, denn ich habe mir heute mal dieses, vielleicht habt ihr es mal gesehen, dieses dicke Lösungsbuch für GTA 5 geholt. Und hier steht wirklich richtig geiles Zeug drin. Hier steht zu jeder einzelnen Mission Anleitung, alles Mögliche. Und dann sind hier auch alle Fahrzeuge, die man fahren kann, aufgelistet. Und hier sind dann auch so besondere dabei, die man sich kaufen kann. Und ich habe hier ein schönes, billiges Flugzeug für den Anfang gefunden. Das kann man sich kaufen. Und das möchten wir mal machen. Dazu müssen wir irgendwie das Handy aufrufen und dann ins Internet. Die steht dann nämlich. Na scheiße. Die steht hier nämlich unter dem Flugzeug dann. Und der Preis. Ich glaube, das. Ja, das hier kostet jetzt irgendwie 240.000 Euro. Wir wollen uns das erstmal angucken, wie das funktioniert. Ansonsten müssen wir jetzt irgendwie mal überlegen, wie wir schnell an Geld kommen. Hier sind auch Banküberfälle, wie man das alles machen kann drin. Richtig geil erklärt. So, und jetzt wollen wir mal suchen. Aber wo denn? Hier, oder? Ja. Es gibt die S-Klasse und es gibt Elitas. Also auf dieser Seite bekommen wir eigentlich alle Flugzeuge. Und da wollen wir mal gucken. Ah. Wir wollten uns für einen Anfang Kuban 800 hier holen. Klicken da mal drauf. Mit der Kuban 800, einem der meistverkauften Flugzeuge der Zeiten, kaufen Sie ein Stück Geschichte, authentisch, samt Rostgraniten und allem. Das leuchtende Flugzeug sieht vielleicht so aus, als sei es mit einem dieser, keine Ahnung, Imbusschlüssel zusammengeschraubt worden. Aber diese Kiste sind verflixt haltbar. Und für schlappe 32.000 Dollar kann man wohl kaum eine eingebaute Cocktailbar samt Stripstange erwarten. Fehlgeschlagen, zu wenig Geld. Ja, wir haben zu wenig Geld. Jetzt zurück. Hä? Wie komme ich hier jetzt zurück? Y, okay. Ja, wir haben jetzt wie viel Geld? 1578. Vielleicht finden wir auch ein cooles Auto für den Anfang irgendwie. Hier sind coole Quads. Ich wollte mir vielleicht einen Quad holen. Nur muss ich auch nochmal gucken. Ja, ich glaube, wir holen jetzt für den Anfang einen Quad. Hier ist ein richtig geiles Nagasaki für 8000. Ja, und wir werden mal schauen, wie wir Geld zusammentreiben wollen. Und ich würde sagen, wir haben Waffen, wir haben Munition, wir versuchen einfach mal irgendwie ein paar Banken oder alles Mögliche auszurauben. Vielleicht finden wir da was. Um die Ecke war hier nämlich, glaube ich, irgendwo eine Tankstelle. Bei der werden wir es dann einfach mal versuchen. Hier. Aber hier gar nicht offen, oder? Hat die offen? Nö. Dann müssen wir uns irgendwas anderes suchen. Supermarkt oder so, oder ein Restaurant. Ich weiß es nicht. Versuchen wir es mal hier, aber ich glaube, der hat auch zu, oder? Oh, ist doch scheiße. Wo kriegen wir jetzt so schnell Geld her? Ich glaube, da hilft wirklich nichts, außer Mission erfüllen. Aber ich will trotzdem nochmal schauen. So, wo war denn das? Zeitvertreib 363. Okay,
Kino besuche, nein, wollen wir nicht. Sexy Einladung. Hier. Okay. Ah, hier sind auch Läden aufgezeichnet. Laden 1. Senora Freeway Mount Chiliad. Aber wie soll man da hinkommen? Jetzt muss ich irgendwie doch auf der ganzen Karte hier gucken. Ist doch dann irgendwie dumm. Scheiße. Ja, wir fahren einfach noch mal ein bisschen rum und wenn wir nichts finden, dann müssen wir halt einfach eine Mission erledigen, weil ich glaube, das ist dann so ziemlich die letzte Möglichkeit, hier in Geld zu kommen. Außer man erschießt hier mal irgendwie ein paar Leute. Manchmal bringt das ja auch schon was. Aber die haben ja alle kein Geld. Ja. Wollen wir die hier nochmal schön platt fahren? Schön. Wie kommen wir an Geld? Vielleicht da mehr in der Innenstadt ist da vielleicht mehr. Was ist das? Keine Ahnung. Hier ist noch eine Tankstelle. Die scheint auch zu sein, aber wir holen uns die beiden Heinis hier mal. Wir haben alle kein Geld. Jetzt können wir auch noch vor den Cops flüchten. Ah, scheiße. Jetzt dürfte ich aber schon mal los sein. Die suchen mich jetzt nämlich schon. Ah, jetzt haben sie sich sogar gefunden. Oh, jetzt habe ich sogar 2 Sterne. Willst du mich verarschen? Wir füllen jetzt einfach Missionen, weil sonst gibt es hier keine andere Möglichkeit. Wir fahren da oben mal zu dem M hin. Denn sonst können wir hier einfach nichts machen. Und damit wir hier gleich nicht wie die Blöden suchen, setzen wir uns jetzt einen Wegpunkt und müssen dann als nächstes erstmal das Fahndungslevel verlieren. Scheiße. Mein Auto ist auch schön wieder demoliert. Und ihm endlich die Sterne verloren. So. Schnell hier hochpesen. Zu Michaels Luxusvilla. BTF. Soll ich ihn umbringen? Hey, you! Stop it! What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a brick in my bed. You bullshitting me. It wasn't like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Ha!
Was war das? Folge dem Tennislehrer. Oh, jetzt können wir endlich mal Tennis spielen. Vielleicht. You okay, homie? What happened? Guy bounced my wife is what happened. Which guy? The guy I'm paying to teach her tennis. The tennis coach? Oh, that's fucked up, man. Who is dude, homie? Oh, verpiss dich. Back in the hood? Man, we gotta watch out for the mailman, dog. Yeah, I'm a cuckold, a snob, and a fucking cliche. Oh, was hat denn der für ein scheiß Auto? Hätte ich nie mit meinem fahren können. He ain't slipping this noose. Ich verliere den hier gerade. The fuck is he doing? Hey, get out the way! Motherfucker! Fuck, man, I think he lost his head. He lives somewhere up in the canyon. We'll find him. Oh, leck mich! Oh, wo kommen die Spastis alle immer her? Jetzt haben wir den Heini auch noch verloren. Hoffentlich ist die Mission jetzt nicht im Arsch. Asshole! You ran off before we could settle our debts! Michael, bud! You got the wrong idea, man! He's about to have a real clear idea where I'm coming from. There's a winch in the back of the truck. Tied a cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. Oh, that's what it's got. Session, bud. Well, there were a lot of freaking sessions, bud. I'm thinking you were working on more than just her backhand. Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand. On your face! Oh. Bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, Bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, Bud. Yeah. My bad. Seriously. Oh, how fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like it when someone fucks with your shit! Oh, hey! Wait! You got the wrong idea, pal! Das kann jetzt eigentlich gar nicht funktionieren. Das ist viel zu schwach dafür. Aber okay. Oh, shit! He's sorry now, if he wasn't already! Boom! Get him! Oh Gott. I think that shit's coming down, man. Do it, man. Fucking do it. Are you fucking serious, nigga? Yeah! Fuck, come on! Fuck, man, fuck! Oh, we did it! Fuck his ass! Yeah, fuck him. But was we really trying to pull that dude house off the fucking hill? Hey, we were trying to teach him a fucking lesson. Aber wie scheiße, also dieses Auto hier ist ziemlich scheiße. Wie scheiße muss denn diese Befestigung sein, dass ich das mit dem hier wegziehen kann. Aber okay, das war mal eine einfache Aufgabe eigentlich. Dann können wir auch wieder zurückfahren. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a phone. You! You're a dead man! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Okay. Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Green light! Green light! Martin Madrazo! Fuck you! Whoa, homie. Martin? Martin Madrasso? Hey man, that's a mean looking motherfucking essay right behind you. Oh!
You kidding me? Yeah, can you do something? I give it a go, man. Keep trying. We can handle this, right? Screw him. Bad luck, fool. Hey, fuck off! Pop that dude! Oh, shit! Fuck, man! These assholes are mean! How you doing, Frank? Hey, let's go! Let's leave them behind! Ice that motherfucker! Wähle dann einfach eine andere Waffe, indem du X drückst. So, jetzt war's das aber mit dem. Ja, haben es geschafft. Oh, fuck, man. Shit, you good? Whew. Hey, thanks for the help out there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh, shit, I think we're about to find out. Do you know who I am? Do you know who I am? Do you? No. Who you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Now, Franklin, maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, got a question for you. Did you pull an architectural, significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance a rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range? Of course. Great. That's nice. Oder irgend so ein Scheiß, und jetzt muss ich mit ihm Geld gammeln gehen, obwohl ich Geld brauche. Damn, you alright? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ah, oh, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right? All right, dawg. Da ist wohl jemand wütend. Und ich hoffe, der kann mir auch ein bisschen helfen, an Schotter zu kommen. Was ist denn das für eine... Ach, egal. Ich sag nichts. Eheberatung? Kann ich irgendwie... Ich kann auch die Mission hier alle überprüfen. Das finde ich auch sehr geil. Ah, was ich auch noch gucken wollte, hier kann man auch Waffen kaufen. Even for a dead man. Da kann man sich ja mal ein bisschen vorher informieren, das ist nämlich auch richtig geil. Elektroschocker, Gefechts-MG, Sturmgewehr, Kampfgewehr,
Richtig geil. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. So, speichern wir mal. So, und damit beenden wir auch diese Folge wieder. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin.